willkommen zu den Magenta Moon Talks. Herzlich willkommen an die wenigen Menschen, die hier sind und denjenigen, die im Livestream zuschauen. Gründe zum Optimismus, das ist das heutige Thema. Und ich bin Azadeh Peshman. Gott sei Dank spreche ich darüber nicht alleine, sondern einmal mit Verena Pauster, Unternehmerin, Digitalexpertin. Und mit Katrin Suder, Aufsichtsbeirätin und Vorsitzende des Digitalrats. Und für all diejenigen, die den Digitalrat nicht so gut kennen, wer oder was ist eigentlich der Digitalrat? Was macht er so? Ja, der Digitalrat ist ein Gremium, das die Bundesregierung eingesetzt hat. Das ist im Koalitionsvertrag festgehalten gewesen. Und dann hat das die Kanzlerin und das Kabinett beschlossen. Wir sind inzwischen 9 Leute und wir haben den Auftrag, die Regierung zu beraten, zu unterstützen und anzutreiben. Das Ganze ist ein Ehrenamt. Wir machen das also sozusagen nebenberuflich, ist jetzt nicht ein Hauptberuf. Und wir sind unabhängig und versuchen, der Regierung bei Digitalthemen zu helfen, würde ich es mal kurz umreißen. Jetzt ist das Thema heute Optimismus. In Zeiten von steigenden Zahlen, in Anbetracht der Tatsache, dass noch kein Ende der Pandemie in Sicht ist, wie kann man in Krisenzeiten optimistisch bleiben? Indem man sich, glaube ich, darauf konzentriert, was man in der Hand hat. Also, und das ist am Ende ja deine Einstellung zu Themen. Sagst du, ich werde jetzt getrieben von Themen und weiche eigentlich immer mehr zurück? Oder ich stelle mich diesen Themen und überlege, was sind Lösungen, die eigentlich gar nicht erst durch die Pandemie notwendig geworden sind, sondern durch sie vielleicht besonders stark in den Fokus gerückt sind oder aufgedeckt wurden. Aber alles, mit dem wir uns eigentlich gerade beschäftigen, ob es die Digitalisierung unseres Gesundheitssystems ist, ob es so große IT-Projekte wie die Corona-App sind, die vom Bund in Auftrag gegeben werden, ob es die Digitalisierung unserer Schulen, die Digitalisierung der Verwaltung, das sind ja eh alles Themen, denen wir uns stellen müssen. Und mein Optimismus ist, dass Corona es leichter macht, mutig zu sein, weil ohne diese Krise, haben wir ja in den letzten Jahren immer gesehen, verschiebt man es gerne, weil es eben eigentlich brennt, aber es brennt morgen auch noch und dann kann man ja auch morgen anfangen. Und jetzt hat man so das Gefühl, diese Corona-App brauchte es, die Schulen müssen digitalisiert werden, wir brauchen digitale Strukturen im Gesundheitssystem und jetzt setzen wir es vielleicht einfach mal um. Also hat uns eigentlich die Krise dazu getrieben, dass wir schneller reagieren, kann man das so sagen? Also man darf jetzt natürlich nicht sagen, diese Krise ist super. Ich meine, wenn wir uns hier gerade angucken, das ist ja alles andere als super, ja. Und es tut mir auch in der Seele weh für nicht nur Veranstaltungen wie Magenta Moon, sondern unser ganzes Leben gerade ist ja so in so einer ungesunden, fast asozialen Art und Weise. Ja? Man überlegt, kann ich da hingehen, darf ich dich noch umarmen, bist du Freund oder Feind? Ja? Und man guckt auf Nummernschilder, was macht ihr hier, kommt ihr nicht aus dem Risikogebiet? Und das sind alles Sachen, die finde ich schrecklich. Also ich würde jetzt nicht sagen, Gott sei Dank haben wir diese Krise, damit wir mal ein bisschen Digitalisierung beschleunigen können. Aber nun ist sie da und nun lass uns die Energie auf Dinge verwenden, die das morgen besser machen, statt mit dieser gleichen Energie das gestern wieder aufzubauen. Habe ich schön gesagt, ne, Katrin? Das ist sehr schön gesagt. Ja. Nein, wenn ich mal direkt reagieren darf, was ich auch sehr mag, ist dieser Gedanke, es hat ja auch was mit deiner eigenen Haltung und Einstellung zu tun. Weil natürlich ist unglaublich viel frustrierend, schwierig, herausfordernd und natürlich kann man auch verzweifeln. Aber ich habe ja auch, wir haben 3 kleine Kinder, meine Frau und ich. Und es ist auch eine Frage zu sagen, nee, ich will es aber hinkriegen, ich will es aber optimistisch bleiben und nicht daran verzweifeln, was alles nicht geht. Und natürlich geht ganz viel nicht. Und im Digitalrat, um darauf nochmal zurückzukommen, sagen wir immer als letzten Satz, wenn wir reden, aus Liebe zur Zukunft. Genau deshalb. Das ist auch schön. Das ist auch sehr pathetisch. Ja. Ich dachte, das geht ja wesentlich rationaler vor da bei euch im Digitalrat. Auch. Okay. Wir können ruhig ein bisschen emotional und persönlich werden. Was hilft euch persönlich? Wir kriegen jetzt hier auch noch ein bisschen Geräuschkulisse. Ja, genau. Ja. Was hilft euch beiden persönlich, um optimistisch zu bleiben, euch diesen Optimismus beizubehalten? Naja, wie ich gerade schon gesagt habe, das hat auch ganz viel mit meiner Familie zu tun, mit den 3 Kindern und denen zu zeigen, hier, da geht was und versuche es konstruktiv. Und das andere ist, ich weiß am Ende des Tages immer, ich kann mit meiner Frau sein und ein Glas Wein trinken und über den Tag reden. Das ist was ganz Schönes und das gibt viel Kraft. Und dann glaube ich, zu sehen, dass auch Dinge gehen. Verena, du hast es ja schon angesprochen, wir haben jetzt auch in dieser Krise gesehen, dass Dinge gehen und dass Dinge auch hier gehen. Und wir sollten uns das nicht immer schlecht reden lassen. Aber am meisten ziehe ich die Kraft natürlich aus dem Persönlichen, klar. Ja, und man zieht die Kraft daraus, wenn man sich vorstellt, wie wollen wir
in Deutschland im Jahr 2030 leben, dann mag das Jahr 2020, vielleicht auch noch 21, vielleicht auch noch 22 wahnsinnig anstrengend und herausfordernd sein. Aber dann haben wir ja noch 8 Jahre. Und wenn wir jetzt die Weichen stellen für wie 2030 sein soll, das macht mich optimistisch, dass ich bisher dachte, also vor der Krise dachte ich, wie sollen wir das hinkriegen? Wir haben so träge Strukturen uns geschaffen. Wir haben so wenig Mut im System. Wir argumentieren eher über die Risiken. Wir haben verlernt, einfach mal was auszuprobieren. Auch gerade in der Politik. Man packt alles, was man sagt, in Watte, damit bloß nicht die nächste Headline irgendwie falsch ist. So, und jetzt denke ich so, von diesen 10 Jahren, die wir hatten, als ich ins Jahr 2020 gestartet sind, ist jetzt mal so richtig Druck auf dem System. Und das macht mich optimistisch, dass wir 2030 woanders rauskommen, als es gewesen wäre, wenn das jetzt alles gerade weiterhin der Wohlstand und die Bequemlichkeit der letzten 10 Jahre gewesen wären. Jetzt aus Sicht des Digitalrats, würdest du dem zustimmen? Das war Physik, irgendeine Rückkopplung. Ich würde dem definitiv zustimmen. Ich glaube, wir haben in diesen 3, 6 Monaten uns in vielen Bereichen Sprung digitalisiert. Dass wir, der Digitalrat findet in diesen Corona-Zeiten mit der Regierung per Videokonferenz statt. Das wäre sicher undenkbar gewesen aus tausenden von Gründen. Und es ist nur ein symbolischer Akt und es ist was Kleines, aber es zeigt eben, dass jetzt auf einmal ganz anders über Dinge nachgedacht werden, dass Dinge jetzt funktionieren. Und das glaube ich schon, das Einzige, was mich natürlich, wir wollen optimistisch bleiben, aber natürlich gibt es auch Frustrationsmomente. Also wie kann es denn sein, dass wir immer eine Krise brauchen für Veränderung? Ne? Also das ist ja diese klassische Veredelungstheorie und die macht mich ein bisschen, die frustriert mich, weil diese trägen Strukturen hätten wir, das wussten wir vorher, die hätten wir vorher angehen können und dann wären bestimmte Sachen gar nicht erst eingetreten. Und das ist etwas, wo ich denke, wir müssen einfach in Summe es schaffen, agiler zu werden, auch jenseits der Krise. Einfach vielleicht aus Optimismus, aus Spielfreude, aus all dem Positiven antreiben und nicht, weil eine Krise da ist. Aber wenn sie schon da ist und ich bin auch bei dir, Verena, da gibt es nichts Gutes dran. Gibt es nichts Gutes dran, aber zumindest nutzen wir sie dann. Du hast jetzt gerade auch angesprochen, das Thema Videokonferenzen. Digitalisierung ist ja auch eigentlich ein Thema, was ziemlich viele Pessimisten auf den Plan ruft. Also wird mein Job wegrationalisiert? Verstärken sich soziale Ungleichheiten durch eine zunehmende Digitalisierung zum Beispiel? Was würdest du solchen Annahmen irgendwie entgegensetzen? Naja, zum einen, die Technologie bietet natürlich wirkliche Chancen. Und da sage ich als Physikerin immer, gerade Digitalisierung, künstliche Intelligenz gibt uns die Chance, die Gauss-Kurve zu durchbrechen. Und was meine ich damit? Bislang würden ganz viele Prozesse, ob das jetzt Wasserverschwendung, ob das Pumpen sind, ob das auch in der Bildung ist, ganz viel wird über die Gauss-Kurve, das heißt über den Mittelwert geregelt. Wir tun immer so, als wäre es der mittlere Mensch. By the way, da können wir auch schnell auch mal Diversity ansprechen. Das ist ja auch ein mittlerer, weißer, so und so großer Mensch. Und durch Digitalisierung können wir das durchbrechen, und zwar Energieeffizienz. Wir brauchen nicht so viele Ressourcen dafür. Und das ist erstmal eine Riesenchance. So, deshalb glaube ich, dass diese Chance uns was Gutes birgt. Aber ja, wenn wir sie falsch einsetzen, zementieren wir die Biases. Wenn wir sie falsch einsetzen, werden wir Inklusion zurückführen. Dann werden wir dafür führen, dass der Stadt-Land-Konflikt größer wird, der sozusagen über die Schichten hinweggehende. Das wird alles passieren. Aber das liegt nicht an der Digitalisierung. Das liegt daran, was wir daraus machen, wie wir es politisch ausgestalten. Und deshalb plädieren wir dafür, das zu nutzen, eben dem Wissen darum, welche Möglichkeiten da sind, es positiv zu machen. Aber das müssen wir machen, wir als Menschen, wir als Gesellschaft, die Politik muss es machen, jeder Einzelne. Jetzt hast du gerade gesagt, dass es natürlich auch alles schiefgehen kann, wenn wir das falsch einsetzen, wenn wir die Digitalisierung falsch einsetzen. Was genau bedeutet das? Also wie kann man das falsch einsetzen? Ja, also nehmen wir das Thema Big Data, künstliche Intelligenz. Wenn wir die Algorithmen auf existierenden Daten trainieren, ohne zu hinterfragen, ob die Daten wirklich repräsentativ sind, dann passiert genau das, was wir in etlichen Algorithmen gerade sehen. Wunder, es kommt raus, dass es eben doch wieder der mittlere Mensch ist. Und der mittlere Mensch ist dann eben ein männlicher, ein weißer, ein was weiß ich, 1,80 großer Mensch. Aber wenn wir das Wissen darum haben, dass uns die Daten, wie wir sammeln, und ganz ehrlich, da führt heute kein Weg mehr dran vorbei, jeder kann es wissen, jeder sollte es wissen, es ist auch kein Hexenwerk, wie man mit Daten umgeht, dann können wir da sagen, müssen wir nicht, wir samplen die Daten anders, wir nehmen den Bias raus. Und dann haben wir die Chance, Prozesse und Systeme zu schaffen, die gerechter sind, die besser sind als die anderen. Aber ja, dazu müssen wir was investieren. Also das gibt es nicht sozusagen for free. Und was, glaube ich, dazu kommt, ist, ich habe heute von Viktor Meyer-Schönberger, der auch im Digitalrat sitzt und ein großer Datenspezialist ist, gelernt,
wir nutzen über 80% unserer Daten nicht. Ja. Und wir müssen lernen zu differenzieren, dass Datenschutz nichts mit Datennichtnutzung zu tun hat. Dass wir natürlich unsere Daten schützen müssen, aber sie nutzbar machen müssen. Und ich glaube, das ist auch eine große Angst der Digitalisierung. Wenn man hört, oh, KI braucht viele Daten, um immer besser zu werden, dann denkt man im gleichen Moment, aber bitte nicht meine, weil man denkt, da geht es darum, irgendwelche persönlichen Daten von mir auszuwerten. Aber Verhaltensmuster, Leberflecke von Hautkrebsvorsorge, ohne dass man weiß, dass es mein Leberfleck war, ist ein positives Beispiel für zum Beispiel KI im Gesundheitssystem, wenn dann eben eine App mit 1 Million Leberflecken abgleicht und nicht, so wie ihr es vielleicht, so wie ich kenne, man zum Hautarzt geht und der irgendwie so macht und sagt, sie sind gesund und du denkst so, bin mir nicht sicher, ob du mit deinem Gerät von 1970 gerade alles erfasst hast und das Ganze dauert 3 Minuten und er macht einen Haken hinter und die Krankenkasse zahlt. So, und diese Bilder müssen wir aber den Menschen näher bringen, dass das künstliche Intelligenz ist, dass das die Vorteile von Digitalisierung sind. Und wenn wir eben in so abstrakten Bildern sprechen, dann kriege ich auch Angst. Dann denke ich auch sofort an Palantir und Cambridge Analytica und so weiter. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Menschen wie Katrin, die von dem Thema so viel verstehen, dass sie eben erklären können, was steht hinter künstlicher Intelligenz, was steht hinter diesen großen Datennutzungsprojekten. Jetzt hast du schon das Thema Ängste angesprochen. Wie gesagt, wir sind gerade mitten in der Pandemie. Ich bin mir sicher, du hast auch persönliche Ängste. Welche sind die? Was macht es mit unseren Kindern? Und jetzt nicht nur mit meinen, sondern mit dieser ganzen Generation von 0 bis, ich würde fast bis 25-Jährigen hochgehen. Weil das ist ja noch ein Marathon, der da vor uns liegt. Das ist ja nicht, liebe Kinder, bis Februar sitzt ihr noch mit Masken in der Schule und dann wird alles gut. Vielleicht kriegen wir das ganze nächste Jahr keinen Impfstoff hin. Dann, wenn der da ist, haben wir eine Riesendebatte darüber, wer möchte sich eigentlich gar nicht impfen lassen. Wie differenzieren wir dann, wenn einer ungeimpft im Raum ist? Also da kommt ja noch ganz viel. Und unsere Kinder verstehen das nicht im gleichen Maße wie wir, können sie auch nicht. Je kleiner sie sind, desto weniger und dann wieder je älter sie sind. Wenn man heute den 18-Jährigen zuhört, denen nehmen wir ihre Jugend, wenn man ihnen zuhört. Und das macht mir Sorge, wie holt man das wieder zurück? Weil das sind ja dann verlorene Jahre. Und wenn ich gerade Schulkinder im Moment in der Schule beobachte, die zum Teil mit Maske am Schreibtisch sitzen müssen, je nachdem in welchem Bundesland sie sind, keine sozialen Kontakte, die Clubs am Nachmittag fallen aus, beim Sport ist alles sehr hölzern sozusagen und zurückgenommen. Irgendwann muss das Leben auch natürlich wieder losgehen und das brauchen unsere Kinder, glaube ich, fast mehr als wir, denn wir können das noch rationalisieren, dass das gerade Sinn macht. Die schaffen das häufig nicht. Es ist ja jetzt auch schon so ein bisschen die Rede von der Generation Corona. Würdest du auch so weit gehen und sagen, dass es eine ganze Generation ist, die Generation der verpassten Chancen? Nein, und so weiter? Das ist auch wieder so. Eine Generation ist 15 bis 30 Jahre lang, je nachdem, wie du es definierst. Und das werden jetzt, sagen wir mal, 3 Jahre werden, um mal eher im Worst Case zu sprechen als im Best Case. Das sind, kann man ja rechnen, 20% von 15 Jahren und das ist viel, aber das ist nicht irreversibel. Und das ist auch eine Aufgabe natürlich von uns Erwachsenen, die Verhältnismäßigkeit immer wieder zu überprüfen. Was ist verhältnismäßig? Und ich denke, wir müssen noch viel mehr Studien haben im Moment gerade, was es sozusagen bei Kindern wirklich macht. Und warum sind denn keine Kitas zu? Also da sind die ohne Maske auf engstem Raum. Du kannst 2-Jährigen auch noch nicht erklären, dass sie nicht nah aneinander. Vielleicht sind die gar nicht so Überträger des Virus, weil sonst würde ja ständig irgendwie eine Kita nach der nächsten schließen. Also vielleicht muss man auch sehr stark hingucken und sagen, unter 6 ist es vielleicht viel harmloser. Also ich glaube, das wird uns noch lange begleiten. Es macht Sinn, da jetzt noch ordentlich Forschung, Data und Studien zu haben, damit wir nicht alle über einen Kamm scheren und nicht Gauss Mitte sind. Ja, und da sehen wir eigentlich, und das hat Viktor auch, weil du ihn vorhin zitiert hast, Viktor sagt immer, Daten helfen uns, bessere Entscheidungen zu treffen. Und wie froh wären wir alle gewesen, wenn wir im März, April schon bessere Daten gehabt hätten. Wenn wir gewusst hätten, dass es eben nicht die Kitas, die Schulen sind. Und wenn wir gewusst haben, dass es auch in der Regel nicht die Oberflächen sind. Und all diese Sachen. Und deshalb ist eigentlich Corona ein ideales Beispiel, darüber klarzumachen, wenn wir Daten haben und Daten bewusste Entscheidungen treffen oder eben nicht. Es gibt ja auch viele Länder, in denen die Regierenden einfach Datenexpertenwissen abschreiben und ignorieren. Und dann sehen wir auch, was da passiert. Deshalb sind wir schon in einer Zeit, die eigentlich uns nahe bringt, datenbasierte Entscheidungen zu fällen. Mehr Daten heißt das vielleicht auch weniger Angst?
Auf jeden Fall, da kommt mir dann immer Marie Curie in den Sinn, die gesagt hat, wir müssen Dinge verstehen und dann haben wir auch weniger Angst vor ihr, vor ihnen. Und das glaube ich, und jetzt ist die Zeit, um mehr zu verstehen. Und das ist, glaube ich, darum geht's. Und Daten helfen uns dabei. Und übrigens auch nochmal, um darauf zurückzukommen, in der Tat werden die Mehrheit der gesammelten Daten nicht genutzt und ganz viele Daten sind gar nicht personenbezogen, sondern es sind Sachdaten. Es sind Temperaturdaten, es sind Wetterdaten, die uns helfen können, wenn wir die Wettervorhersage besser machen können, können wir Erntevorhersagen besser machen, können wir Erträge verbessern. Und so hängen die Dinge miteinander zusammen. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir die Daten einfach als das nehmen, was sie sind. Sie beschreiben unsere Welt und sie können uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Um wieder so ein bisschen auf den Optimismus zu sprechen zu kommen. Verena, du hast gerade ein Buch geschrieben, Das neue Land. Und in einer Buchrezension über dieses Buch stand in der Überschrift Machen statt Meckern. Ist Deutschland ein Land, was besonders pessimistisch ist? Meckern wir eigentlich zu viel? Also erstmal finde ich es ein großartiges Land. Ich würde jetzt nicht sagen, wir meckern immer nur und reden alles schlecht. Aber wir sind gerne in der Mitte. Und in der Mitte triffst du in der Regel eher sichere Entscheidungen. Du lobst aber jetzt auch nicht über den grünen Klee. Wenn jemand hinfällt, also wenn er auf der Straße hinfällt, hilfst du ihm vielleicht noch hoch, wenn er im übertragenen Sinne hinfällt, weil er mit einer aus deiner Sicht absurden Idee sich selbstständig gemacht hat und gescheitert ist, dann bist du eher froh, dass du das nicht gemacht hast. Also ich glaube, wir sind schon eher die, die analysieren, was bei anderen so passiert, als dass wir selber sagen, komm, setze ich mich doch mal dieser Situation aus. Und das kannst du belegen. Also die Gründungsquote geht seit Erhebung der Daten jedes Jahr runter. Also wir gründen immer weniger eigene Unternehmen. Wir haben im Mittelstand ein riesengroßes Nachfolgeproblem der Familienunternehmen. Wir lehren das Thema nicht an den Schulen. Das heißt, wir haben auch nicht so eine Nachwuchsförderungsarbeit aus, geh selber ins Risiko, trau dir deine eigene Idee zu. Unser Schulsystem ist sehr verschult. Wir haben wenig, ich gebe dir das Ziel und du suchst dir den Weg selber, sondern wir geben Weg und Ziel vor. Hier ist das Arbeitsblatt, bitte rechne nach der Reihe die Aufgaben aus. Und wenn du fertig bist, dann ist es gut. Und wenn du es dann noch richtig gemacht hast, ist sehr gut. Aber wir könnten ja auch sagen, das Ziel ist, dass du das und das lernst. Und jetzt gibt es folgende 5 Wege. Such dir den aus, der am besten zu dir passt. Und das Ergebnis ist Eigenständigkeit, Selbstvertrauen und irgendwo Resilienz. Und ich beobachte eben sehr stark, dass die Generation, die so wie Katrin und ich gerade Kinder zwischen 0 und 12 Jahren haben, eher ihre Kinder in Watte packen, eher sie vor Frust beschützen wollen, eher ihnen nicht zu viel Leben zumuten wollen, sondern so in kleinen Dosen so. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von der Realität, in die sie irgendwann kommen. Denn das Weltwirtschaftsforum hat erhoben, dass 65% der heutigen Grundschüler in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch nicht kennen. So, und wenn das so ist, dann wissen wir, dass es nicht über das Fachwissen, was wir Ihnen heute vermitteln, funktionieren wird, sondern über die Einstellung und über die Fähigkeiten. Und deswegen machen statt meckern, wenn du was ausprobierst, dann verstehst du es in der Regel besser, als wenn du davor sitzt und es dir von jemandem erklären lässt oder es dir einfach nur anguckst. Also mehr Raum für Innovation, für Kreativität, am besten schon in der Schule und im besten Fall vielleicht auch eine bessere Fehlerkultur vielleicht? Total, wobei wir die nicht verwechseln dürfen mit, also du darfst ja nur dann über deine Fehler sprechen, wenn du danach erfolgreich warst. Ja, also das heißt, da kann ja dann jeder, der es dann geschafft hat, sich easy hinsetzen und sagen, puh, da bin ich aber mal irgendwie hingefallen und da bin ich mal insolvent gegangen und trotzdem applaudieren am Ende alle und sagen, tolle Frau. So, bin ich aber insolvent gegangen und dann war ich erst mal Burnout, depressiv, weg von der Fläche, dann lädt dich gar keiner ein. So, das heißt, wir dürfen jetzt auch nicht suggerieren, ihr müsst alle viel mehr scheitern, sondern nein, im Idealfall klappen die Dinge. Ja? Also Erfolg beflügelt, Misserfolg zieht dich erstmal runter. Aber in the long run sozusagen ist es doch unmenschlich, dass man immer nur Erfolg hat. Und deswegen auch mehr über die Momente zu sprechen, die nicht so erfolgreich waren, wo man Schwierigkeiten hatte, hilft, glaube ich, allen, sich zu identifizieren und sich selber davon eine Scheibe abzuschneiden. Wie siehst du das, Katrin?
Ja, ich glaube, die Differenzierung ist auch absolut notwendig. Es ist Scheitern, weil man eine Hypothese hatte, weil man was ausprobiert hat und das hat nicht funktioniert. Ich glaube, das müsste man noch mal so ein bisschen unterscheiden von, es passieren auch Fehler. Fehler, die wirklich Sachen, wo falsch sind. Das sind so auch sehr unterschiedliche Dinge. Und wenn etwas wirklich falsch gemacht wird, darf man auch mal sagen, ey, ist Blödsinn, Fehler ist falsch. Stopp it. Umgekehrt, mehr Mut zu haben, da sind wir bei dem Thema Mut, ein echtes Risiko einzugehen und damit auch mal zu scheitern, das finde ich, das sollten wir unbedingt in den Vordergrund stellen, ohne dabei, und das finde ich, hast du wieder sehr schön gesagt, ohne dabei die Heldinnengeschichten nachher zu erzählen. Ja. Weil ganz oft, wenn diese Fuck-Up-Nights, diese Scheiternächte sind, wenn du ganz ehrlich bist, die meisten Geschichten sind dann doch Heldengeschichten. Ja. Und da ist gut, ist ein Anfang, aber ich glaube, ernsthaft zu sagen, so, da bin ich echt gescheitert, weil meine Hypothese falsch war, da glaube ich, müssten wir noch hinkommen. Ja. Also man schaut den Menschen gerne beim Aufstehen zu, aber eben nicht, wenn sie gefallen sind, am Boden sind und schon gar nicht, wenn sie mit ihrer mentalen Gesundheit irgendwie. Ja. Stimmt, es ist nicht schön, aber vielleicht sollte man trotzdem darüber reden, gerade weil du jetzt auch Burnout angesprochen hast oder Depressionen. Das hat sich jetzt vielleicht in den letzten Jahren noch mal ein bisschen geändert und es gibt immer mehr auch Podcasts dazu, Formate, wo darüber gesprochen wird, auch öffentlich, auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, darüber sprechen, aber trotzdem ist dafür auch noch, ja, Es macht menschlich und ich glaube, wenn wir eins nicht verwechseln dürfen, dass eine digitale Zukunft trotzdem eine sehr menschliche Zukunft bleiben muss, weil ob es Politiker sind, Führungskräfte, Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, wenn die nicht auch das hinter der Fassade zeigen, das ist ja genau unsere Stärke, die uns von Maschinen differenziert. Und bisher mussten wir das vielleicht nicht so, weil wir gar nicht in Konkurrenz zu den Maschinen standen. Aber je mehr in Zukunft über Daten Entscheidungen getroffen werden, desto mehr braucht es Menschen, die diese Entscheidung erklären und die diese Entscheidung auch mit Menschlichkeit füllen. Und in Neuseeland hat man gerade gesehen, dass die Jacinda Ardern die absolute Mehrheit für ihre Politik bekommen hat. Und ein Grund dafür ist sicherlich, weil sie sehr gut menschlich erklären kann, was sie für Entscheidungen trifft und warum. Mhm. Bei allem Optimismus muss man natürlich trotzdem sagen, dass es auch einige Gründe gibt, pessimistisch zu sein. Was sind so eure persönlichen Gründe dafür, vielleicht ab und zu doch ein bisschen Pessimismus voranzutreiben bei euch selbst? Wenn du das jetzt sozusagen systemisch fragst, also wie gucke ich da drauf, dann würde ich sagen, ist es wahrscheinlich die Veränderungsgeschwindigkeit. Weil wenn wir jetzt mal uns ganz weit zurücklehnen und gucken, was in der Welt passiert, dann sehen wir schon, dass China da ganz anders rangeht mit geballter Power. Und deren System ist nicht unseres und vor allem auch nicht meines. Und wenn ich aber sehe, welche Ziele die ausgeben, dass sie sagen, sie wollen in vielen Gebieten die Weltherrschaft haben und sie kommen mit ihren Überwachungssystemen und ich sehe dann, mit welchen Methoden sie vorgehen und wie sie das dann machen und wie sie auch Teile von Afrika mit ihren Surveillance-Angeboten, ihren Überwachungsangeboten sozusagen fluten, dann muss ich sagen, dann bin ich schon pessimistisch, weil ich denke, wir müssen es schaffen, all diese positiven Sachen, die wir hier haben und dass wir unseren Gründergeist wieder erwecken können, dass wir sozusagen im neuen Land, was wir da haben mit Diversity, was wir haben, dass wir den Respekt vor anderen Menschen haben, dass wir die Kraft aus der Unterschiedlichkeit schöpfen, dass wir mutig sind, dass wir Lust haben auf Sachen, dass wir Liebe zur Zukunft haben, das müssen wir entgegensetzen einem vermeintlich effizienteren und effektiveren System. Also wir sehen es jetzt, China kommt sehr, sehr gut aus der Krise raus. Die werden dieses Jahr positives Wirtschaftswachstum haben als einzige große Volkswirtschaft. Ja, na und, lasst uns davon nicht beeindrucken. Wir gehen unseren Weg und wir müssen unsere Werte hier zusammenhalten in Europa. Und das ist, ich weiß, ich mache es jetzt gerade ein bisschen geopolitisch und groß, aber das ist das, was mich, wenn ich pessimistisch oder wenn ich Sorge habe, dann, dass wir es in diesen großen Dimensionen hinkriegen. Weil ich glaube, im Kleinen kriegen wir es hin. Wir sind in Summe gut durch diese Phase gekommen. Nicht perfekt und zwar schwierig, aber da liegt so mein, ich würde nicht sagen Pessimismus, denn ich bleibe jetzt auf der optimistischen Seite, aber da liegt meine Sorge. Mhm. Wenn wir über Digitalisierung sprechen und vor allem auch über Digitalisierung jetzt in der Pandemie, ist es natürlich auch ein politisches Thema. Verena, du hast schon mal dafür plädiert, dass wir unbedingt ein Digitalministerium brauchen. Brauchen wir das immer noch? Unbedingt. Und das ist ein spannendes Konstrukt, wenn man sich damit beschäftigt, weil auf dem ersten Meter sagen vielleicht ganz viele unbedingt, weil es einfach so klingt, dass, warum sollte man das nicht haben. Wenn man sich es aber näher anguckt, ist es ganz schön komplex. Es ist ein weiteres Ministerium.
du brauchst ganz klare Schnittstellen rein in die bestehenden, weil wenn du jetzt zum Beispiel über die E-Akte redest und du hast die ganzen Spezialisten für das Gesundheitssystem im Gesundheitsministerium und dann hier die anderen, dann mag das sogar zu schlechteren Ergebnissen erstmal führen. Das Gleiche gilt für Ausbau von Breitbandinfrastruktur im Verkehrsministerium. Das Gleiche gilt für Digitalisierung der Schulen, wenn du das aus dem Bildungsministerium rausziehst. Das heißt, das ist kein No-Brainer. Also das ist nicht, bau mal ein neues Ministerium, stell da eine coole Digitalministerin ein, mach ein paar Staatssekretäre und das läuft, sondern das ist ein Commitment von der gesamten Regierung, wir nehmen dieses Thema jetzt ernst. Und wenn alle anderen eigentlich innerlich denken, die nehmen mir jetzt eigentlich was weg, weil bisher war das bei mir und ich will das gar nicht, dann wird es nicht funktionieren. Dann würde es auch in einem Unternehmen nicht funktionieren, wenn da ein Chief Digital Officer eingestellt wird und alle anderen sagen, ich mache das doch in meinem Bereich schon. Was brauche ich jetzt diesen Besserwisser oder diese Besserwisserin? So, also deswegen sage ich nicht, es wird einfach. Das mag auch die ersten 4 Jahre nicht besonders viel Schlagkraft entwickeln, aber es wird nie wieder abgeschafft werden. Und es ist etwas, wofür wir vielleicht Zeit brauchen, uns warm zu laufen, aber was wir einfach brauchen. Es ist eine der Kerndisziplinen, die wir schaffen müssen in Zukunft. Und vielleicht noch einen Satz dazu. Man denkt immer, Digitalministerium, das hat was mit so den Politikern, die wir kennen. Das ist ja auch Verwaltung. Wenn du in einem Digitalministerium von Anfang an denkst, wie schaffen wir das, digital es so aufzustellen, dass es gar nicht erst Akten gibt, die von rechts nach links gefahren werden. Dass es von Anfang an digitale Unterzeichnungsmöglichkeiten gibt. Dass wir Zoom-Calls und alles, das ist unser sozusagen Gang und Gäbe. Das müssen wir nicht in Corona-Zeiten einführen. Dann kannst du, glaube ich, Best Practice auch für andere Ministerien vorleben. Und dann schwappt das auf die über, weil du die dann entsprechend auch ausbilden, weiterbilden kannst. Also deswegen, aus meiner Sicht geht es nicht ohne. Und ich würde auch behaupten, ab nächsten August oder September werden das alle sagen. Bis dahin sagt es keiner, weil alle sagen, puh, wenn wir das jetzt sagen, dann treten wir so vielen auf die Füße. Das lassen wir mal lieber. Natürlich frage ich dich jetzt aus Sicht der Vorsitzenden des Digitalrats. Naja, also zum einen, Organisation, wenn wir Organisationsänderungen machen, in der Regel löst man dann ein Problem und schafft sich eine Reihe neuer Probleme. Das muss man, glaube ich, mal vorwegnehmen. Und das ist, glaube ich, wichtig auch im Kopf zu haben, denn eine Organisations- oder Organisationsveränderung wird niemals per se ein Problem lösen. Deshalb also gibt es da, glaube ich, nicht richtig oder falsch, sondern muss genau gucken, welches Problem will ich denn lösen und welches schaffe ich mir neu. Und welches ich mir neu schaffen werde, ist, wenn ich das zentralisiere, dass sehr viele andere sagen werden, oh prima, jetzt bin ich endlich dieses schwierige, leidige, ätzende Thema los. Da sitzt ja Digitalministerin oder Digitalminister. Und dafür muss man sorgen, dass das nicht passiert. Denn das wäre in meinen Augen, glaube ich, die größte Sorge, die passiert, dass man sieht, dass die Verantwortung sehr schnell weggeht. Und deshalb muss man sich dann Gedanken machen, wie soll es aufgesetzt werden, wie ist es zugeschnitten und schafft man es, und das fände ich viel wichtiger als eine organisatorische Lösung, kann man sich auf Ziele einigen? Ja. Was will man denn eigentlich mit dieser Digitalisierung? Das ist ja kein Selbstzweck. Ich bin ja nicht die Digitalisierung, sondern was will man damit eigentlich erreichen? Was will die nächste Regierung erreichen? Will sie damit Inklusions sozusagen stärker das, was wir vorhin hatten, das Stadt-Land-Problem, will sie mehr Gerechtigkeit, will sie es schaffen, dass wir wirtschaftlich wieder vorwärts kommen, will sie Innovationen schaffen, damit wir die Klimaprobleme lösen. Wenn sie sich die Regierung hinter Zielen vereinbart und dann auch sagt, und das Ganze, und das finde ich auch, das finde ich einen sehr attraktiven, schönen Gedanken zu sagen, wir wollen das auch disruptiv mit agileren Methoden hinkriegen, dann glaube ich, kann hinten raus auch ein Digitalministerium stehen, was dann das sozusagen dagegen liefert. Aber ich glaube, wir sollten damit anfangen, nicht die Organisationsdebatte führen, bevor wir überhaupt wissen, wo wir hinwollen. Dazu passt ja eigentlich auch ganz gut eine Aussage aus deinem neuen Buch, und zwar, wir tänzeln um die Digitalisierung herum. Was genau meinst du damit? Na, machen wir es mal konkret. Homeoffice vor Corona stand in dem Verdacht, da waschen Menschen ihre Wäsche. Wir müssen ab und zu auf Skype oder so fragen, bist du noch da? Und auf keinen Fall ist das produktive Arbeitszeit, sondern der braucht halt mal gerade ein bisschen Pause oder die holt halt heute ihre Kinder ab oder so. So, und das heißt, wir haben nicht wirklich geglaubt, dass beste Arbeit da passiert, wo der jeweilige Mensch sagt, da kann ich am besten arbeiten. Und Digitalisierung befähigt mich dazu. Und das haben wir jetzt in Corona-Zeiten verprobt und gelernt, aus, dass manche einfach besser zu Hause arbeiten können und andere sagen, da kann ich gar nicht arbeiten. Ich habe kleine Kinder oder einen kranken Mann oder was auch immer und das ist überhaupt kein Ort, wo ich mich konzentrieren kann. Die Schulen, der Digitalpakt hat 4 Jahre gebraucht, um überhaupt konzipiert zu werden. Gesetz musste geändert werden, dann war er letzten März da.
Seitdem kann man jetzt sagen, warum oder warum nicht, wurde kaum Geld abgerufen. Aber Fakt ist, bis Corona waren weder Eltern noch Lehrer und Lehrerinnen noch Behörden noch Schulleiter und Schulleiterinnen wirklich davon überzeugt, dass das jetzt kommen müsste. Weil es ein leidiges Thema ist, weil es alles auf den Kopf stellt, weil du Unterricht neu denken musst, weil du Fachkräfte, also in dem Fall Lehrer, fortbilden musst. Und zwar nicht in den Strukturen, die es bisher gibt. Nämlich die Lehrerfortbildungsinstitute sind häufig auch sehr offline, sondern in neuen Konstrukten. So, das heißt, alles muss neu gedacht werden. Na, da, wenn ich nicht mitmachen muss, meine ich mit. Und das jetzt, das meine ich mit darum herumtänzeln, Breitbandausbau, dass wir immer noch alle sagen, sag mal, warum sind unsere Leitungen so schlecht? Warum? Das wissen wir doch alles seit 10 Jahren, seit 15 Jahren. Ich habe eine Tagesschau von, ich glaube, 1998 oder 2001 gesehen, wo der das habt ihr auch gesehen, wo der Riva sagt irgendwie, die Regierung hat heute entschieden, den Breitbandausbau im ganzen Land so voranzutreiben, dass ab in 2 Jahren jeder Haushalt Internet hat. Und dann denkst du so, what happened 20 Jahre lang? So, und das meine ich mit rumtänzeln. Wann nehmen wir es jetzt einfach mal an, dass es anstrengend ist und dass wir es lösen müssen? Wir haben jetzt ja auch viel über die politische Verantwortung und die Organisationen gesprochen. Was muss sich gesellschaftlich ändern, um die Digitalisierung und auch die digitale Bildung mehr voranzutreiben? Ich glaube, wir müssen mehr weiterbilden für das Thema. Also ich spreche immer vom Bild der digitalen Volkshochschule. Stell dir vor, es müsste jeder Bürger, so wie er seinen Perso verlängert, so wie er einen Wohnortwechsel beim Bürgeramt melden muss, muss er, darf er, ist ein Bürgerrecht, ein Grundkurs Digitalisierung muss er belegen und danach darf er sich spezialisieren auf was, was ihn interessiert. Aber du kannst schwer über Themen reden, die zum Teil abstrakt sind, die man zum Teil im Alltag überhaupt nicht erfährt. Wenn man jetzt in Krisenzeiten im Supermarkt gearbeitet hat, dann hatte man null Schnittstelle zu irgendwas Digitalem. Und das Einzige, was man dann denkt, ist, wenn es irgendwann die vollautomatisierte Kasse gibt, braucht es mich nicht mehr. So, und da fängt man ja dann nicht an, morgens aufzustehen und zu sagen, wann kommt sie endlich, diese Digitalisierung? Sondern dann sagt man, solange ich hier noch Regale einräume, ist meine Welt noch in Ordnung. Und eben zu überlegen, welche Jobs braucht es denn in der Zukunft? Wie bilden wir für die jetzt aus? Wie können wir auch unsere Hochschulen entsprechend ausrichten, dass wir die Data Scientists haben, dass wir die Softwareprogrammierer haben? Es fehlen laut Bitkom jetzt schon über 100.000 IT-Fachkräfte in unserer Wirtschaft. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, weil die meisten ja noch gar nicht den Bedarf erhoben haben, den sie eigentlich haben. Also ich glaube, Bildung ist der Schlüssel zu allem. Denn was du eben gesagt hast, wenn ich etwas verstehe, habe ich weniger Angst. Wenn ich etwas verstehe, bin ich mehr bereit, mich damit noch mehr zu beschäftigen. Und diese Welt ist für uns alle neu. Wir hatten die nicht in der Schule und unsere Kinder haben sie auch gerade nicht in der Schule. Und irgendwann müssen wir mal anfangen, sie in sozusagen die Schule des Lebens, die wir hier gerade durchleben, zu integrieren. Ja. Würdest du dem auch wieder schön gesagt. Ne? Also das war, also ja. Jetzt kann ich, eigentlich ja. Kann ich, kannst du nur bestätigen. Ja. Und vielleicht, Gabor Steingart würde sagen, jetzt kann nichts mehr kommen oder sowas. Nee, jetzt kann nichts mehr kommen. Ja. Also wir hatten es ja vorhin gesagt, die Jobs der Zukunft, die kennen wir ja heute noch nicht. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist dieser Bildungsaspekt und diese Kompetenzen und das Thema Lernen so essentiell notwendig. Und dazu brauchen wir aber auch wieder Spaß am Lernen. Also Lernen ist ja auch sehr, sehr negativ besetzt hier. Also oh Gott, und dann lebenslanges Lernen noch viel schlimmer. Also es ist ja wie Knast. Und ich glaube, deshalb ist es notwendig, dass wir das auch wieder mit Vorbildern, mit Angeboten belegen, die auch Spaß machen. Ich meine, du weißt, wie man Begeisterung über digitale Plattformen machen kann. Dass es Spaß macht darin. Und dass wir umgekehrt auch klar haben, warum machen wir das und wo geht die Reise hin. Denn der Umbau, und wir dachten, wir hätten dafür mehr Zeit. Wir wussten immer, dass der Umbau wird Arbeitsplätze kosten. Das ist so. Das werden irgendwas in den nächsten 3 bis 5 Jahren, wir wissen es nicht, weil Corona alles verändert hat, werden 2 Millionen Arbeitsplätze abgebaut werden und es werden, wenn es denn klappt, 2 Millionen neue entstehen. Es werden aber nicht dieselben Leute sein. Das heißt, wir müssen über Fortbildung und ganz neu nachdenken, denn bislang war das betrieblich. Ja, aber die Betriebe, das sind ja ganz neue Unternehmen, das heißt, die werden das nicht machen können. Das heißt, wir müssen über Fortbildung nachdenken, wir müssen über Lernen, über Spaß am Lernen nachdenken, über das ganze Leben hinweg und wir müssen auch über Finanzierung des Ganzen nachdenken. Wir müssen es umdrehen, das Individuum in den Vordergrund stellen und nicht unsere versäulte deutsche Struktur, wo man Schule und die Unis sind daneben und die Volkshochschulen sind daneben, sondern das Individuum muss Zeit, Informationen und auch Geld bekommen, um sich sozusagen damit zu beschäftigen. Und das ist ein echtes Umdenken auf allen Institutionen.
Da hilft der Föderalismus nicht immer, auch nicht in der Geschwindigkeit. Aber wenn uns das gelingt, dann kriegen wir auch die Transformation hin. Aber das müssen wir, und du hast ja vorhin, die Frage war auch, was müssen wir als Gesellschaft tun? Ja, wir müssen das miteinander ausdealen, weil wer finanziert das Ganze? Und wo gehen wir da hin? Und wie stellen wir uns unsere digitale Zukunft vor? Und was ist uns darin wichtig? Welche Kompromisse wollen wir nicht gehen? Zum Beispiel Überwachung, was soll mit den Daten passieren? Lass uns an Privacy festhalten. Aber wo wollen wir auch was neu gestalten? Und das müssen wir genauso politisch miteinander diskutieren. Deshalb sind solche Foren auch notwendig. Jetzt hast du gerade das Individuum angesprochen, aber hängt das dann komplett am Individuum, sich da selber mit auseinanderzusetzen? Nein, sorry, das auf gar keinen Fall. Ich wollte es jetzt nicht umkippen. Ich wollte nur sagen, wir müssen, heute ist es ja so, da ist eine Bildungsinstitution und dann darfst du da hingehen und du wirst in der Regel zugeteilt. Erst in die Schule, dann machst du irgendwie deine Ausbildung, dann gehst du in die Uni. Wenn wir aber sagen, dass es sozusagen übers Leben hinweg geht und dass du vor allem durch digitale Möglichkeiten die Möglichkeit hast, du kannst online lernen, du kannst mobil lernen, du kannst stationär lernen, du kannst hier was lernen und da was lernen, du in Gruppen, in Einzel. Also bist du eigentlich das Individuum, wieder das Brechen der Gauss-Kurve. Das heißt, du als Individuum kannst eigentlich für dich deine Lernreise zusammenstellen. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, dann muss das ganze Bildungssystem sich auf mich eher ausrichten. Und dazu brauche ich Informationen, die muss staatlich zur Verfügung gestellt werden. Zertifikation muss der Staat machen. Ich brauche auch Zeit und Geld. Das muss mir auch jemand geben. Und wir müssen überlegen, wie wir das dem Individuum geben können. Ich wollte es nicht umdrehen. Ich wollte nur sagen, wir müssen weggehen von dem Mittelpunkt steht die Uni oder steht die Schule, sondern im Mittelpunkt steht eigentlich der Mensch, der was lernen soll. Und dem muss ich als Individuum die Chance dazu geben. Ich wollte es jetzt nicht abwälzen und sagen, kümmere dich, so wird es nicht funktionieren. Nur unser Bildungssystem über alle Stufen hinweg ist in Deutschland so nicht ausgerichtet, sondern du gehst da schön stufenmäßig hin und danach wenn du fertig studiert hast, in der Regel you drop out und dann passiert gar nichts mehr. Liegt es vielleicht auch daran, dass das Bildungssystem einfach dass es einen zu großen föderalen Flickenteppich gibt? Also das ist ja vor allem auf der schulischen Seite. Ich denke, da ist es wie überall. Man muss gucken, welche Prozesse machen denn lokal Sinn. Und es gibt viele Prozesse, die sind sinnvoll, sie lokal zu entscheiden, weil sie davon abhängen, wie sehen die Räume aus, wie sehen die Straßen aus. Das macht Sinn. Aber eine digitale Plattform 16 Mal mehrfach zu entwickeln, das macht einfach keinen Sinn. Ist wie den Buchdruck 16 Mal zu erfinden, weil man ein Buch drucken will. Das ist so. Das macht gar keinen Sinn. Und hätten wir gesagt, Gutenberg gab es 16 Mal, dann würden wir jetzt nicht heute sagen, oh super, sondern dann wäre ja nichts besser gewesen. Sondern es hätte im Zweifel schlechter funktioniert, weil alle, oder vielleicht hätten wir jetzt 16 Mal den erfunden. Aber es macht keinen Sinn, ein Softwareprojekt oder ein Digitalpakt so kleinteilig zu machen, dass jeder sich mit den gleichen Herausforderungen beschäftigt und nicht voneinander lernt. Denn der Föderalismus ist bei uns ja nicht ein Best-Practice-Föderalismus aus, wenn ein Bundesland es raus hat, dann gucken wir da alle hin. Sondern wenn eins raus hat, gucken wir alle weg, weil wir das denen nicht gönnen, dass sie es als erstes erfunden haben. Es gab ja auch kürzlich eine Studie von dem Verein, den du mitgegründet hast, wo du auch selber Vorständin bist, der Verein Digitale Bildung für alle. Und da kam bei heraus, dass 60% der Eltern unzufrieden sind mit den digitalen Bildungsangeboten für ihre Kinder. Und gerade da hat man ja auch gemerkt, dass sich die Ergebnisse sehr stark unterscheiden, also je nach Bundesland. Ist der Föderalismus eigentlich auch so ein Hemmnis dafür, dass wir digitale Bildungsangebote wirklich flächendeckend so realisieren, dass alle auch die gleichen Chancen haben? Also vielleicht eine Sache vorweg zu der Unzufriedenheit der Eltern. Damit beschäftige ich mich schon ganz lange, weil die Eltern fast Gatekeeper dafür sind, dass an den Schulen auch viel weniger passiert ist, als hätte passieren können. Weil es gibt wirklich wahnsinnig viele Lehrer und Lehrerinnen, die auch schon in den letzten Jahren so vorangehen wollten. Und wo einfach an einem Elternabend, das werdet ihr auch kennen, das ist wie eine Wand. Ja? Also da sagt dann einer, ich mache nicht mit bei Google. Ihr dürft nicht eine Google-Liste. Der nächste sagt, ich bin nicht auf WhatsApp. Der dritte sagt, wenn ihr hier eine Zoom-Konferenz macht, nehme ich mein Kind aus der Schule. Und dann sagst du so, also ich meine, Jakob, du warst Schulleiter, du weißt es, ja? Es ist wirklich nicht nur die Schuld der Politiker, der Lehrer, gar nicht, ja? Sondern wir als Eltern haben die Verantwortung, auch mal unsere Angst über Bord zu werfen. Und zwar, welche Angst denn? Also jetzt gerade in Corona-Zeiten haben wir es versäumt, eine europäische Schulcloud zu bauen, die in der Lage ist, dass wir Videoconferencing, Messaging, kollaboratives Lernen, Inhalte aus Europa auf europäischen Servern in die Schulen aussteuern können. Ist so. Wenn das so ist, können wir jetzt entweder sagen, ja, dann müssen wir leider alles andere verbieten, weil es außereuropäisch ist und wir haben auch keine eigene Lösung. Oder wir sagen,
dass 2,5 Millionen Kinder im Lockdown gar nichts gelernt haben, weil wir nicht mit ihnen sprechen konnten, ist doch schlimmer, als dass irgendeine 5a gerade über eine Zoom-Konferenz mit ihrem Lehrer morgens eincheckt und der sagt, seid ihr alle da, geht's euch gut, habt ihr Sorge, habt ihr Ängste, wollen wir jetzt mal irgendwie Bruchrechnung üben? Klar können wir uns da jetzt Gedanken drüber machen, dass der amerikanische Geheimdienst für die nächsten 12 Monate das ausliest. Aber wir können uns auch Gedanken darüber machen, was eigentlich mit unseren Kindern passiert, wenn die jetzt 12 Monate entlernen, weil es die ganze Zeit, wenn immer wieder eine Schule zumacht, zu Hause Fortnite ist. Und da interessiert es uns witzigerweise nicht, auf welchem Server wir da rumspielen. So, und das möchte ich einfach in Richtung Eltern geben, nicht im Sinne von die an Pranger stellen, sondern lass uns auch da pragmatisch überlegen, wo sind wir dagegen und wo nehmen wir unsere Kinder vielleicht auch einfach die Chance, diese Welt kennenzulernen. Und zu deiner Frage, ist das föderal dann so unterschiedlich, dass es einfach zeigt, der Föderalismus funktioniert nicht. Generell ist Deutschland dank des Föderalismus ein starkes Land, weil wir nicht ein Paris, ein London, eine Hauptstadt haben, auf die alles sich, ein Stockholm. Und was in Stockholm getragen wird, wird im Rest des Landes getragen. Und was in London irgendwie die Mieten sind, ja, okay, dann musst du halt in London arbeiten und 3 Stunden weit weg leben, weil du das hier gar nicht leisten kannst. Und wir sind ein Land mit vielen kulturellen Hochburgen und vielen regionaler Vielfalt. Und das finde ich eine große Stärke von Deutschland. Das heißt, generell der Föderalismus ist auf einem anderen Blatt. Aber wenn ich über ein Großprojekt Digitalisierung spreche, dann macht es einfach keinen Sinn, dass ich nicht einmal mit Microsoft spreche und sage, wir werden ungefähr 800.000 Geräte bei euch bestellen. Ich möchte jetzt erstens, dass die Server in Europa stehen, zweitens dies, drittens Rabatte, viertens folgende Service Level Agreement. Das macht jede Kommune gerade und die wissen das gar nicht, die sind dafür gar nicht ausgebildet. Und das kannst du mir nicht sagen, dass das sinnvoll ist. Und das müssen wir an der Stelle auf den Prüfstand stellen, ohne dass das heißt, wir schaffen den Föderalismus ab. So, jetzt haben wir ordentlich in Rage geredet. Wenn wir jetzt auch über die Schulen sprechen, dann haben mit Sicherheit auch die letzten Monate gezeigt, dass es doch auch sehr unterschiedlich ist. Also die Zugänge zu den digitalen Bildungsangeboten, nicht jeder hat irgendwie einen eigenen Laptop zur Verfügung und selbst wenn, ist der jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der neueste. Es ist ja auch eins deiner Ziele, eben diese Zugangsmöglichkeiten gleichberechtigt herzustellen. Ist das ein zu optimistisches Ziel in Pandemiezeiten? Das ist so lange zu optimistisch, wo es ein sogenanntes Kooperationsverbot an den Schulen gibt. Das Kooperationsverbot sagt, dass wenn die Telekom jetzt sich entscheidet, wir statten jetzt mal 1000 Brennpunktschulen und deren Schüler, die kein eigenes Gerät haben, mit einem Gerät aus, dann dürfen die das nicht, weil es ein Kooperationsverbot an der Schule gibt. Du darfst noch nicht mal mit einem Lüftungsgerät in die Schule gerade. Wenn ich jetzt sagen würde, ich spende für die Schule meines Kindes ein Lüftungsgerät, damit die nur dann die Fenster aufmachen, wenn es nötig ist, oder die bauen erst eine CO2-Ampel, was übrigens ein total cooles MINT-Projekt ist, was es gerade gibt. Da bauen die Schüler und Schülerinnen selber eine CO2-Ampel, die zeigt, grün, alles gut, ihr könnt weitermachen, gelb, müsst lüften, rot, raus aus dem Raum. So, wenn ich dieses MINT-Kit mit einem Lüftungsgerät jetzt an 1000 Schulen geben wollen würde, dürfte ich das nicht. Und da müssen wir uns fragen, das Kooperationsverbot gibt es ja deshalb, damit jetzt nicht die Schule kommerzialisiert wird, damit nicht jetzt jeder da reinläuft und sagt, guten Tag, ich habe ein neues Gerät, das würde ich Ihnen gerne mal ganz großzügig zur Verfügung stellen und vielleicht könnten Sie auch noch einen Flyer an die Eltern austeilen. Nee, das wollen wir nicht. Aber ein Lüftungsgerät, wie cool wäre das, wenn wir jetzt gerade sagen können, alle die Fenster nicht aufmachen können, die kriegen das jetzt und wir sammeln jetzt per Crowdfunding im Land, dürfen wir aber nicht. Das fällt alles unter das gleiche Verbot. So, und deswegen bin ich dann optimistisch, wenn wir wirklich uns mal tief in die Strukturen reingraben und uns fragen, was ist da sinnvoll und was nicht. Ich bin pessimistisch, wenn wir es aus so einer Vogelperspektive beobachten und sagen, ja, wir bestellen jetzt einfach Geräte und dann leihen wir die an die Schüler aus. Weil die haben zum Teil 9 Monate Lieferzeit und so, da ist schon wieder Sommer. Was machen wir denn jetzt die nächsten 6 Monate? Also ich glaube, wir müssen jetzt einmal in die Tiefe bei dem Thema. Und da fehlt mir gerade so der Politiker, die Politikerin, die sich nach vorne stellt und sagt, ich nehme das Thema jetzt in die Hand. Ich bin jetzt Kultusminister da und da und ich sage euch jetzt mal, was man jetzt machen könnte. Hätte da nicht vielleicht der Digitalrat
Einflussmöglichkeiten. Das wär sehr schön, wenn ihr das jetzt mal kurz löst. Gut, wir nehmen das mal in die Hand. Ja. Nein, also das Thema Bildung hatten wir gerade in der letzten Sitzung gehabt und sind da völlig dabei. Unlösbar. Nee, das nicht. Das nicht, aber natürlich ist das ein großes Brett. Ich will aber nochmal auf den Föderalismus zurückkommen, weil ich glaube, wir müssen natürlich, das ist ja ist also eine historisch gewachsene Struktur. Und wie jede historisch gewachsene Struktur muss man, wir leben in einer neuen Zeit, damals, als das Ganze entstanden ist, gab es digitale Möglichkeiten so noch nicht. Gab es auch noch gar nicht die Möglichkeit, zentrale Lösungen zu machen. Und wir haben diese Stärke, und du hast es sehr schön beschrieben, die Stärke der Unterschiedlichkeit, der Diversität gelebt. Und dadurch sind wir auch sehr stark geworden in Deutschland. Jetzt müssen wir aber mal hingucken und sagen, welcher dieser Prozesse macht eigentlich noch Sinn und wo werden wir schneller und besser, wenn wir es wieder zentralisieren? Dazu bräuchte es aber Mut, weil es bedeutet, dass Leute Verantwortung, Macht, Ressourcen, Stellung, Geld, Fahrer, was weiß ich, was abgeben müssen. Und da liegt die Krux. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass Menschen, die Systeme geschaffen haben, sich unglaublich schwer damit tun, sie sozusagen zu disrupten oder sie zu verändern. Und da hast du ja auch in deinem Buch zum Beispiel vorgeschlagen, dass wir einen stärkeren Durchlauf brauchen, dass wir sozusagen andere Menschen brauchen, die auch mal in Verwaltung gehen, die auch mal in Politik kommen, die eben nicht aus dem System kommen. Wir brauchen mehr Unterschiedlichkeit, mehr Menschen, die sich neu engagieren, damit sie auch mal sagen, warum machen wir das eigentlich so? Sollen wir es nicht mal ganz anders machen? Nicht, weil, warum, ganz klar, weil es immer schon so war. Und das wäre mir noch wichtig, weil langfristig, wir müssen durch die Krise kommen und da müssen wir pragmatisch sein und vielleicht müssen sich auch irgendwelche Minister mal hinstellen und sagen, so, ich nehme dafür die Verantwortung, aber wir müssen doch vor allem unsere Strukturen mittelfristig verändern. Wir müssen doch vor allem dafür sorgen, dass wir schneller werden, dass wir die Diversität leben, nutzen, um schneller zu werden, um uns besser hinzukriegen, um in 30 Jahren oder in den 20er, 30er, dass wir dann da sind, wo wir sein müssen. Und daran müssen wir arbeiten. Und diese Perspektive dürfen wir nicht vergessen. Und da glaube ich, es hilft mehr, die Diversität wirklich zu leben und nicht nur zu sagen, schön, dass sie irgendwie da ist, sondern sie wirklich zu leben. Also aktiv Leute anwerben, die in die Ministerien, in die Verwaltung gehen, die aus komplett anderen Bereichen irgendwie kommen. Ja, wir nennen die Querwechsler und ich glaube, das macht total Sinn. Ja, Katrin hat ein Netzwerk erschaffen, das heißt Querwechsler-Netzwerk und besteht aus Menschen, die ja wie sie selber schon in die Verwaltung gegangen sind und da einfach mit einem neuen Blick reinkommen. Und das ist eine Stärke des Systems. Und bisher gibt es eher Abstoßungsreaktionen. Und die bringen uns nicht weiter. Und wir brauchen aber eigentlich mehr Veränderungen und vielleicht weniger bürokratische Prozesse. Ja, wir sind stark überreguliert. Das zeigt ja auch das Kooperationsverbot. Und das ist ja schön zusammengefasst, weil es hat ja einen guten Zweck gehabt. Absolut. Aber es ist überreguliert. Und so haben wir, wenn du durch unsere Gesetze gehst, wir sind anders als andere Länder, wir haben unfassbar viele Detailregularien, weil das unser Ansatz war, weil es so typisch deutsch, wir engineeren es bis zum Ende. Das hatten wir vorhin, das ist nicht Auftragstaktik, zu sagen, da ist das Ziel und den Weg lassen wir offen, sondern wir haben das Ziel und den Weg beschrieben. Das ist halt overengineert. Und da müssten wir mal so mit so einem Feng Shui-Prinzip, du raus, du raus, du raus. Und jedes, wenn ein neues reinkommt, müssen dafür fünf raus. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich das wieder offener machen, damit wieder Innovation und damit wieder Luft reinkommt. Auf jeden Fall, dringend. Aber die Strukturen, die wir jetzt gerade haben, die sind ja doch sehr starr. Vielleicht macht das auch nicht unbedingt, vielleicht ist das nicht attraktiv für Leute, irgendwie da reinzuwechseln. Kannst du das nachvollziehen, wenn da Vorbehalte da sind? Auf jeden Fall, aber ich kenne über das Netzwerk und auch sonst wirklich viele, viele Leute, die sagen, ich würde mich gerne engagieren, denn es ist ja unser Land. Und es ist ja unser Problem. Es ist ja nicht das Problem von irgendeinem Politiker, wenn die Schulen nicht funktionieren. Es ist ja unser Problem. Es sind unsere Kinder, unsere Schulen oder unsere Weiterbildung oder unsere Wirtschaft oder unser Wohlstand oder unsere Sicherheit. Und ich glaube, ich habe sehr viele Menschen getroffen, das ist ja das Thema Purpose, das ja auch so viel diskutiert wird, gerade zu sagen, ich will wirklich meinen Beitrag leisten. Vielleicht nicht auf Ewigkeiten, vielleicht für eine begrenzte Zeit und wir müssen dafür Regeln finden, wir müssen es transparent machen. Aber warum nicht dieses ganze kreative Potenzial zu nutzen? Und ich kann nur sagen, für meine Zeit, ich wusste, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, warum ich es gemacht habe und dass ich meinen Beitrag geleistet habe. Ministerien, Verwaltungen, das sind jetzt natürlich auch sehr große Strukturen. Welche Lösungen gibt es eigentlich im Kleinen, um die Digitalisierung noch mal ein bisschen voranzubringen? Ja, ich glaube, das sind ja die vielen Experimentierfelder wie hier. Ist ja auch ein Experimentierfeld da hinten. Ich freue mich schon, wenn wir nachher Basketball spielen mit unserem Handy. Aber das ist ja, es fühlbar, es erlebbar zu machen. Und dafür gibt es ganz viele Beispiele. Wir haben ja auch mit der Regierung im Digitalrat diskutiert, dass du gerade eben, du kannst mit Daten, wenn du eine lokale Community hast, die hat oft viele Herausforderungen, ob es um Mobilität geht oder auch wieder ein Schulbeispiel. Und dann kannst du eigentlich, du kannst Leute zusammenbringen, du kannst ihnen beibringen, wie sie mit Daten umgehen können, wie sie ihre Probleme lösen. Und auf einmal entsteht wieder was. Und das ist ja genau der Punkt.
Punkt. Nicht alles zentralisieren, nicht alles top-down, dann werden wir auch wieder langsam. Aber wir müssen geschickt ausbalancieren, wo helfen Innovationsräume, wo helfen Experimentierräume und wo muss ich eine große Skalierungslösung zu machen. Und ich glaube, so müssen wir damit umgehen, aber auf gar keinen Fall. Wir brauchen schnelles, agiles, auch Gesetze. Man spricht da ja auch von diesen Sandboxes, also von den Sandkasten, dass man einfach mal ein Gesetz auch irgendwie ausprobiert. Was bewirkt es eigentlich? Damit man nicht wie bei GDPR oder anderen, also dass man 7, 8 Jahre für ein Gesetz braucht. Nein, man probiert es einfach aus in einem kleinen Raum und guckt, was passiert. Und diese neuen Ansätze brauchen wir auf jeden Fall. Da habe ich so ein Beispiel auch für Familien, was wir schon ganz oft verprobt haben und was ich auch in dem Buch beschreibe, eine Zukunftsstunde, dass man einmal die Woche für eine Stunde sich mit seinen Kindern oder auch seinen Eltern, wenn die Generation drüber sind, an den Tisch setzt und reihum darf jemand anders eine digitale Anwendung, Software, Hardware auf den Tisch legen und alle beschäftigen sich eine Stunde damit, so wie wir auch Brettspiele zusammenspielen, weil das einfach dann auch dieses Experiment ist aus, ich näher mich auch der Lebensrealität meiner Kinder und sage nicht, jetzt dürft ihr eine Stunde zocken und ich gucke gar nicht hin, weil ich finde es eigentlich schrecklich, sondern wir machen mal das, was euch Spaß macht, zusammen oder wir lernen gemeinsam in dieser neuen Welt was Neues. Und ich glaube, das müssen wir uns wieder mehr zumuten, weil wir natürlich alle dicht sind und die Digitalisierung ja auch, da kann man ja im The Social Dilemma wunderbar sich selber beobachten, was Push-Notifications und so weiter mit uns machen. Wir sind so platt am Ende des Tages durch dieses Dauerfeuer, dass wir denken, wenn wir jetzt noch eine Stunde uns zusammen mit den Kindern damit beschäftigen müssen, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Und dass das aber eigentlich der Schlüssel zu viel weniger Konsum auf digitalen Geräten und viel mehr gestalten wäre, das lernt man dann dadurch. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Brücke, um sich dem Thema zu nähern. Mhm. Wir haben jetzt viel über Optimismus gesprochen. Angenommen, wir würden uns jetzt in 6 Monaten nochmal treffen an diesem Ort. Was bräuchtet ihr, um bis dahin weiterhin optimistisch zu bleiben? Also ich würde sagen, das wären jetzt 6 pessimistische Monate. Also ich denke gerade, was soll jetzt im April besonders toll sein, was heute noch nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass die nächsten 6 Monate Optimismusbringer werden, sondern ich glaube, du musst immer die Perspektive behalten, dass wir ein langfristiges Ziel haben. Ich glaube, wenn du dich jetzt zu stark, also wir haben Kinder, natürlich verlierst du dich stark in der täglichen Komplexität. Aber wenn du jetzt für diese großen Linien zu stark immer im Hier und Jetzt guckst und sagst, was ist jetzt heute besser als gestern, dann wird das jetzt nicht so energiebringend sein, sondern du musst sagen, gibt es weiterhin Stellschrauben oder Hebel, die gerade umgelegt werden, die generell die Weiche stellen für Themen? Und im digitalen Bildungsbereich sehe ich das, dass 500 Millionen für Lehrerdienstgeräte genehmigt wurden. Die wurden nicht vor Corona genehmigt, sondern wir haben in Corona gemerkt, dass die keins haben. Dass wir wissen, dass jeder eine E-Mail-Adresse braucht. So, das sind ja alles banale Beispiele, aber die brechen jetzt mal durch, weil seit 10 Jahren haben die ja keine. Dass wir jetzt wissen, wir müssen anders fortbilden. Das wird jetzt passieren, dass wir für dieses Lüftungsthema feststellen, warum kann man eigentlich in manchen Klassenräumen gar nicht das Fenster aufmachen? Das ist ja auch in Nicht-Corona-Zeiten lernhindernd. So, und ich glaube, wenn man jetzt bei dieser Schulbildung bleibt, dann ist da gerade viel Druck auf dem System. Und das macht mich optimistisch, dass da jetzt was passiert, was vielleicht ohne diesen Druck nicht passiert wäre. Also den Druck positiv nutzen. Was brauchst du, um in 6 Monaten weiterhin noch optimistisch zu sein? Vor allem einen guten Wahlausgang in den USA. Oh ja. Also das, glaube ich, hatte es ja vorhin schon mit der Geopolitik. Also das, glaube ich, würde mir echt helfen. Ansonsten. Was heißt dann ein gutes Wahlergebnis? Naja. Also ich kann es ganz offen sagen. Ich hoffe sehr, dass Biden gewinnt. Und ich hoffe sehr, dass das Land friedlich bleibt. Und ich hoffe sehr, dass anschließend auch wieder eine Kooperation möglich ist. Ich hoffe sehr, dass Länder wieder zusammenarbeiten. Ich hoffe sehr, dass das wirklich starke und für uns auch wichtige Amerika wieder auf uns zugeht. Und wir kooperativ miteinander Klima angehen können, all die Herausforderungen angehen. Ganz klar, keine Diskussion. Und also ich hoffe wieder, dass Rationalität eintritt und nicht irgendwie der Aufruf kommt, Bleichmittel zu trinken und sonstige wirklich schlimme Dinge. Ja, ist ja auch nicht lustig. Das haben ja auch Menschen gemacht. Also ganz klar, ich wollte mich da nicht hinter verstecken. Ich dachte, es war klar, was ich sagen würde. Also für mich ist das schon ein wichtiger Moment im November. Und ich lag falsch in meiner Prognose damals vor einigen Jahren. Und es war ein schlimmer Tag. Und
Wir haben sehr geweint, als das Ergebnis so ausging. Also das brauche ich schon für meinen. Wir weinen immer noch, ja. Ja, also das brauche ich sehr für meinen Optimismus. Ansonsten denke ich, es wird jetzt nicht schön werden. Also das ist klar, es wird eine schwierige Zeit und wir hoffen, dass wir gut durchkommen. Und natürlich hoffe ich, dass irgendwie möglichst wenig Menschen krank werden und sterben und dass wir auch mit der Schule mit all dem durchkommen und dass wir es nutzen und das Richtige tun. Aber für mich kristallisiert sich da so etwas so rund um Anfang November noch raus. Das heißt, Anfang November wird sich dann entscheiden, ob du in 6 Monaten immer noch optimistisch in die Zukunft blickst. Ich bleibe optimistisch, aber ich werde vielleicht einen Durchhänger haben. Okay. Es gibt ja hier auch ein paar wenige Menschen, die auf Abstand anwesend sind. Und es gibt auch den Raum für Fragen, also ein Q&A. Und das bedeutet nicht quiet and awkward, sondern question and answers. Also falls ihr, sie Fragen habt, ihr habt jetzt immerhin die Chance, 2 Digitalexpertinnen zu befragen, dann nur zu. Jakob, du. Was soll ich denn fragen? Du hast. Ich finde es schon spannend. Also, wir haben ja unglaublich viele herausfordernde Themen im Raum gestellt, ohne die, was soll man sagen, so eine Teamfolie zu benennen. Wir bleiben optimistisch und großartig. Wenn Verena noch was ganz Wichtiges gesagt hat, was Eltern angeht, dass wir müssen aufpassen, nicht alle aufeinander zu zeigen, sozusagen vielleicht wieder zurück zu machen. Das ist ja vielleicht auch so eine ganz persönliche Frage. Was sind die drei Schritte, die wir eigentlich jeden Tag in diesem Optimismus in allen Bereichen beizubehalten? Was sind die drei Dinge, die wir jeden Tag tun müssen? Und wo wir uns auch gegenseitig so ein bisschen hochhalten müssen in die schwierige Zeit, die kommt. Ich habe auch geweint vor 4 Jahren, als das persönliche Renner in der Schule, als ich den Morgenkreis machen müsste, so jeden Tag, wie gesagt, ich weiß nicht, das kommt ganz selten vor. Was müssen wir als Menschen sozusagen über den Winter zu kommen, um die Optimismus zu behalten? Was müssen wir ganz klar, weil ich finde, oft können wir ganz, ganz einfach die großen Themen und die großen Herausforderungen, alles, was wir tun, aber wir müssen mit uns arbeiten, wir müssen jeden Tag uns sichern, dass wir positiv bleiben. Was sind die drei Dinge, ganz klein, die wir jeden Tag tun müssen? Und das ist ja auch Sabine sagen, kann ich sagen, ich sage, so ja. Oder umgekehrt, was soll ich sagen, ey, Renna, bitte mal an dem Tag, wo wir hier saßen und daran gedacht haben. Was sind die drei Sachen? Also ich würde, bevor du antwortest, die Frage wiederholen, weil ich glaube, die Leute im Livestream haben es wahrscheinlich nicht ganz verstanden, weil du nämlich kein Mikrofon hast. Und zwar war die Frage nach den 3 Dingen, die wir brauchen, um weiterhin optimistisch zu bleiben. Genau, oder ganz konkret tun können. Also Empathie, schreibe ich in meinem Buch, ist die Top-Führungsstärke der Gegenwart und Zukunft. Weil wenn ich mich in eine Lehrerin der letzten 9 Monate reinversetze, dann hat die nicht absichtlich keinen Unterricht gemacht oder absichtlich nicht mit Schülerinnen geredet oder Schülern, sondern wenn sie Infrastruktur hatte, hat sie es bestmöglich gemacht, obwohl sie dafür nicht ausgebildet war. Wenn sie keine hatte, konnte sie nur maximal mit dem Fahrrad Arbeitsblätter austragen. So, und das kannst du jetzt auf alle Bereiche übertragen. Und ich glaube, das hilft, dieses, bevor man den anderen beschießt, einmal sagen, so, und als Mutter von 3 Kindern bringt es auch nichts, wenn jemand sagt, und du hättest noch, und du, nee, ich wusste gar nicht, wie ich klarkommen soll mit so einem Kita-Kind noch, was überhaupt nicht zu Homeschooling passt und so. Also immer wieder sich zu überlegen, in welcher Lebensrealität ist auch eine Kanzlerin gerade, weil du kannst, sie hat es großartig bisher gemacht, aber du hast ja wenig zu gewinnen. Also keiner wird ja jeden Morgen wieder aufstehen und sagen, das ist ja toll gerade, sondern die Situation ist ja für uns alle nicht toll und sie macht es bestmöglich. So, und ich glaube, weniger aufeinander draufhauen, was eben Empathie ist, empowern, was fehlt dir, um gerade noch besser mit der Situation klarzukommen? Mal mag es Geld sein, mal mag es Unterstützung sein. Und das Dritte, zugeben, dass man gerade nicht alle Antworten hat. Also wenn ein Jens Spahn sich hinstellt und sagt, im Lichte dessen, was ich wusste, habe ich diese Entscheidung getroffen, dann muss das möglich sein, dass man das sagen darf. Dass man eben sagen darf, ich konnte nicht zu jedem Zeitpunkt wissen, wie würde sich es auswirken und ich habe es trotzdem gemacht. Und dann sind wir wieder bei Fehlertoleranz. Ich glaube, die spielt in diesen Zeiten noch eine viel größere Rolle, denn auch Führungskräfte werden gerade Fehler machen und das machen sie nicht, weil sie ihre Mitarbeiter vergraulen wollen, sondern weil es eine komplexe, schwierige Situation ist. Also mehr Empathie, vor allem in Krisenzeiten. Ja, viel mehr Empathie. Und es tut mir weh, auf Social Media mir durchzulesen, wer sich da alles gegenseitig
beschießt und beschuldigt. Und dann denke ich, ist doch unser Land. Hier beschießt ein Bildungsexperte den Lehrer, der Lehrer, die Eltern, den Schulleiter und so weiter. Und du denkst, wir zerlegen uns selber. Und am Ende verlieren wir alle. Und wenn da mal einer einen Schritt zurück macht und sagt, vielleicht will ich diese Likes jetzt mal gerade nicht haben für das Bashing, sondern ich gehe per Direktnachricht an denjenigen und sage, wie kann ich dir helfen, dann mag das nicht so aufmerksamkeitsstark sein, aber dann ist das vielleicht der mutigere und der bessere Schritt. Hast du noch was dazu zu ergänzen? Ja, also ich bin weder Psychologin noch Optimismusforscherin, sondern theoretische Physikerin. Ich bin also auf echt dünnem Eis hier. deshalb kann ich, glaube ich, auch nur sagen, was mir so hilft. Und ich glaube, das eine ist, wirklich anerkennen, wie die Lage ist und dass sie auch wirklich schwierig ist, dass ich Sachen vermisse, dass ich keine Antworten habe, auch den Kindern das klar machen, einfach, oder als wenn ich in der Führungsrolle bin, einfach klar machen, es ist schwierig und dann auch das zuzulassen, auch das dann auch auszuhalten, gerade in Führungsrollen auch auszuhalten, dass Leuten auch, dass sie Probleme haben, dass es schwierig ist, mehr Kommunikation, mehr Empathie bin ich auch dabei, übrigens Empathie ist ja das, was Digitalisierung nicht kann, das ist nicht ersetzbar, deshalb vermissen wir ja auch den persönlichen Kontakt, weil es über Zoom schon schwieriger ist, als im persönlichen Kontakt, aber also sozusagen noch mehr investieren in den persönlichen Kontakt und als Führungskraft ist es klar, aber auch als Individuum einfach zu sagen, dann rufst du halt Sabine wirklich einmal die Woche an und ihr redet miteinander und also weil der persönliche Kontakt ansonsten wegfällt und ich glaube, das ist ganz wichtig, also anerkennen, was ist und dann immer wieder auf sich ein Stück zurücklehnen, sowohl auf das Große gucken, wo müssen wir hin, als auch auf das Kleine, was kann ich denn konkret verändern? Also Katja, meine Frau und ich, wir haben dann irgendwann angefangen, in dieser schwierigen Lockdown-Phase zu sagen, und jeden Abend gehen wir nochmal 30 Minuten miteinander rausspazieren und erzählen uns was vom Tag und versuchen, einen Moment auch wegzugehen. Und das mag jetzt unsere Lösung gewesen sein, aber zu überlegen, was gibt mir denn Kraft, was gibt mir denn Optimismus, was fehlt mir denn am meisten? Also einen Moment drüber zu reflektieren, das hat alles mir geholfen. Aber wie gesagt, dünnes Eis. Okay. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum, ja? Ich versuche noch mal kurz zusammenzufassen. Also es war die Frage nach der Vernetzung beziehungsweise wo sich die Kreativbranche hinwenden kann, ob es eine bestimmte Plattform gibt, über die man Schulen zum Beispiel erreichen kann. So. Also es gibt sie nicht in Deutschland, aber sie wäre großartig und ich stelle sie mir so vor, dass du eine Bildungscloud hast, die hat Schnittstellen und es gibt ein Zertifikat vom Kultusministerium, was sagt, du bist schnittstellenfähig, du bist DSGVO-konform, das, was du anbietest, kann eine Schule sich zunutze machen, dann wirst du zertifiziert, dann darfst du andocken und dann gibt es im Idealfall so eine Art Spotify-Modell, dass ich eine Schullizenz kaufe und sage, alles, was angedockt ist, darf ich nutzen und rechne wie folgt, wie einen Streaming-Anbieter ab. Oder ich mache eine Klassenlizenz, weil nicht die ganze Schule das Gleiche braucht, weil gerade wenn es Schulen sind von der ersten Klasse hoch oder eben unterschiedliche Schultypen, wollen die vielleicht auch unterschiedliche Programme nutzen. Aber dass du einen Ort hast, wo jeder, und das ist so wichtig, weil der eine entwickelt gerade eine App, wie ich
wie ich, also eine Art Messenger, der eben nicht WhatsApp ist, sondern auf unserem DSGVO-Standard läuft. Der nächste hat Bettermarks, was ein Matheprogramm ist, was ein Lernmanagementsystem dahinter hat, dass ich also als Kind auch wirklich besser werde, Feedback kriege, wenn die Aufgabe falsch ist. Der dritte macht Sofa-Tutor, der vierte macht Simple Club und so weiter. Und wir können das alles gerade nicht nutzen in den Schulen. Und jetzt neulich war ich in einer Schule in Baden-Württemberg, die nutzten so ein Parcours-Programm, also dass du sozusagen durch die Gemeinde einen Parcours digital machen kannst und die fünfte Klasse muss den dann ablaufen und findet da Hinweise und so weiter. Und dann sagte der Landesdatenschutzbeauftragte, das ist aber, das möchten wir nicht, dass das an der Schule genutzt wird, weil das nicht DSGVO, und deswegen bauen wir jetzt gerade ein eigenes Parcours-Programm für Baden-Württemberg. Und das ist ja eine Software. So, und die gibt es, dieses Parcours-Programm, was sie da nutzen, gibt es auf der ganzen Welt. Da fließen Millionen und Millionen jeden Tag rein, dass das besser gemacht wird. Und Baden-Württemberg baut jetzt ein eigenes. Und das wird nicht die Lösung sein, dass wir jetzt alles, was es schon gibt, nochmal staatlich nochmal neu bauen, damit es dann DSGVO-konform ist. Und deswegen brauchen wir genau das, was du beschreibst, aber es gibt es leider noch nicht. Und jetzt kann man Richtung Dänemark und Estland und so gucken, aber das ist ein komischer Vergleich, weil, also Dänemark ist ganz toll, keine Frage. Estland ist auch ganz toll. Estland ist auch ganz toll, aber ich glaube, Estland hat, was, 1,2 Millionen Einwohner? Und hat Greenfield im Grunde angefangen nach der Abspaltung. Und natürlich ist das super. Aber dann müssten wir eigentlich auf ein Bundesland gucken und sagen, warum seid ihr nicht Estland? Auf ganz Deutschland zu gucken und sagen, warum seid ihr nicht Estland? Da muss man sagen, wir haben einen Föderalismus und wir haben auch eine ganz große Abneigung, Dinge einfach mal auszuprobieren und zu nutzen. Und Dänemark zum Beispiel läuft komplett auf Microsoft. Und das wäre hier gar nicht denkbar. Trotzdem finde ich es unglaublich spannend, die unterschiedlichen Länder und Perspektiven reinzubringen. Wir im Digitalrat haben, also 5 von den 9 kommen nicht aus Deutschland oder lehren nicht in Deutschland. Das heißt, diese Perspektiven reinzubringen, es war ein bewusstes Entscheidungskriterium der Regierung, den auch so zusammenzusetzen, was ja ein bisschen ungewöhnlich ist für so eine Kommission, so viel Diversität, so viel Internationalität da auch drin zu haben, weil eben man in Dänemark vielleicht die Sache mit der Post ganz gut klauen kann. Die haben ja sehr früh angefangen, das Ganze auf ein elektronisches Mail zu stellen, weil wir aus Estland lernen können, wie man mit Identitäten umgeht und wie man Lösungen, die wir vom analogen Raum in den digitalen, weil wir lernen können, wie in den USA bestimmte sehr innovative Lösungen sind, wie man mit Daten umgehen kann, was wir lernen können aus Australien und so weiter und so weiter. Und deshalb haben wir auch diese internationalen Experten mit dabei, weil, also ich sage mal sozusagen steal with pride, also sozusagen klau es und sei stolz drauf, dass du es nicht neu erfindest, dass du nicht nachbaust, was schon gut funktioniert. Und das versuchen wir schon auch im Digitalrat sehr stark der Regierung auch nahezulegen, zu sagen, nee, nutzt doch das oder die haben sich schon sozusagen die blutige Nadel bei der Transformation geholt und lernen doch daraus. Man könnte ja auch eigentlich davon ausgehen, dass die Digitalisierung dafür prädestiniert ist für mehr internationalen Austausch. Passiert das noch zu wenig eigentlich? Abgesehen vom Digitalrat, wo es ja anscheinend gut ist. Sind ja auch nur der kleine Digitalrat. Ich glaube, natürlich passiert es zu wenig. Das ist ja, um sich auszutauschen, um Best Practices, das kostet immer ein Invest. Und weil wir alle Getriebene sind, ist das Invest oft schwer. Es ist wie mit Aufräumen. Also lieber umziehen als aufräumen. So, und das ist aber genau der Punkt, dass es natürlich darum geht, aufzuräumen, auszumisten. Ja, aber es ist ja so. Und ich glaube, das ist das Wichtige, sich die Zeit zu nehmen und zurückzugehen und viel stärker zu reflektieren, wo sind denn die bestehenden Schwächen, wo können wir lernen. Deshalb, ja, ich glaube, mehr Austausch und vor allem, darüber war jetzt nicht unser Fokus heute, aber mehr Europa. Definitiv mehr Europa. Also wir haben ja einen wundervollen Kontinent und wo wir genau auch viele Sachen voneinander, miteinander machen können, dann hätten wir auch Scale, da hätten wir auch noch mehr Innovation, ja, mehr Austausch. Ja. Ist das aus unternehmerischer Sicht eigentlich so? Passiert da schon genug an internationalem Austausch in Sachen Digitalisierung? Total, weil die Startup-Szene sich ja total auch am Silicon Valley orientiert und guckt, welche Ideen werden da groß und wie kann man die hier vielleicht auch umsetzen. Aber am Ende, wie Katrin gerade sagt, brauchen wir europäische Lösungen. Das heißt, es hilft uns auch nur bedingt, wenn wir jetzt Silicon Valley nachbauen, weil da steht ja auch der Beweis noch aus, ob es wirklich zu einer besseren Gesellschaft führt oder ob es einfach zu einem Machtmonopol weniger führt, die jetzt definieren, wie Gesellschaft sein soll. Und ich glaube, die europäische Lösung ist immer eine von mehr Vielfalt, von mehr Mitbestimmung, von mehr Menschlichkeit. Und
diese Stärke heben wir aber nur, wenn wir es auch wirklich europäisch denken. Und eine Schulcloud, wie ich sie gerade beschrieben habe, muss eigentlich eine europäische Schulcloud sein. Weil wenn jemand in Dänemark oder in Frankreich ein Programm entwickelt hat, was er genauso nach Deutschland lokalisieren kann, wie wir ein deutsches Programm dahin lokalisieren können, dann nehmen wir doch lieber das, was auf europäischen Servern läuft und was unsere Geheimdienste überwachen können, als dass wir was Außereuropäisches nutzen. So, und insofern ist dieses, aber das, da reden wir ja auch die ganze Zeit drüber und wir fühlen es ja nicht genug. Also wir bauen ja dann doch wieder, und das sieht man ja leider in Corona-Zeiten ganz besonders, wieder nationale Barrieren auf und sagen, Hauptsache bei uns hier läuft's. Und das hoffe ich, dass Corona uns da nicht total zurückwirft, dass nationale Interessen wieder so Überhand genommen haben, weil man zum Teil Grenzen geschlossen hat innerhalb von Europa, was jetzt ich nicht dachte, dass wir das nochmal erleben. Also mehr Internationalität, hoffen wir drauf und bleiben wir einfach optimistisch, dass das passiert. Genau, also nicht nur hoffen, auch machen, aber sie europäisch einfach mal umsetzen, statt in Silicon Valley zu pilgern und zu sagen, wie toll ist das denn hier? Ich finde das da gar nicht so toll. Okay. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? So, nein, bitte nicht. Ich sehe keine. Dann würde ich sagen, bleiben wir einfach optimistisch und blicken optimistisch in die Zukunft. Vielen Dank an den Magenta Moon Talk, beziehungsweise die Magenta Moon Talks, die vielen. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank an dich. Und danke auch an das Publikum und auch denen, die im Livestream zuschauen. Vielen Dank.